Heute wollte ich euch ein kurzes Video zeigen von meinem Bagger, von meiner Susi und vor allen Dingen von meinem Rotator, von meinem Enkon Tiltrotator. Das gute Stück hat schon etliche tausende Stunden runter, ist also optisch nicht mehr der schönste, aber er funktioniert wie am ersten Tag. Es ist nichts ausgeschlagen, nichts wackelt, nichts schlabbert. Alles ist dicht. Er verliert nicht einen Tropfen Hydrauliköl. Gut, es liegt wahrscheinlich auch an der guten Wartung, die er von mir jeden Tag bekommt. Ihr seht, überall quillt das Fett raus. Wer gut schmiert, der gut fährt, sage ich immer. Ne? Unten drunter haben wir einen Universalschnellwechsler. Das sind die alten Atlas-Bolzen oder die alte Atlas-Aufnahme, sage ich mal. Das heißt, alles, was es an alten Atlas-Löffeln gibt, kann ich mit meinem Schnellwechsler unten drunter aufnehmen. Hier seht ihr zwei Hydraulikanschlüsse, einer rechts, einer links. Dafür habe ich eine Rüttelplatte oder einen Kehrbesen, den ich anbauen kann. Und das Ganze ist im Sandwich-Verfahren bei mir am Bagger montiert. Das heißt, ich kann den kompletten Rotator ablegen. Oben drüber habe ich ein Verachtert. Ich finde, Verachtert ist nach wie vor der beste Schnellwechsler, den es auf dem Markt gibt. Ist natürlich Geschmackssache. Ich finde ihn halt am besten. Und ja, warum haben wir das so? Ich möchte eigentlich nicht unter meinem Rotator einen Felsmeißel dran haben oder unsere Wurzelratte. Da baue ich das Teil lieber einmal schnell ab. Sind zwar ein paar Schläuche da, die vier Stück und den Stecker, aber dann kann ich das Teil ablegen und den Meißel und die Wurzelratte und auch die schweren Anbauteile wie den Backenbrecher und so. Das passt ja alles leider nicht unter den Rotator drunter. Und wie gesagt, der Verachtert, finde ich, ist meiner Meinung nach der stabilste und langlebigste Schnellwechsler, den es auf dem Markt gibt, ist meine Meinung. Ich fahre seit, ich würde mal sagen, seit gut 20 Jahren nur Verachtert und hatte bis jetzt noch nie ein Problem. Ja, wie gesagt, und der Enkon, der hat mit Sicherheit 16.000, 17.000 Stunden schon runter. Der ist jetzt an meinem dritten Mobilbagger montiert. Jedes Mal zieht er mit um, wenn es einen neuen Bagger gibt. Und ja gut, deswegen sieht er halt nicht mehr ganz so schön aus. Aber wie gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Und der funktioniert wie am ersten Tag. Das Gute an der Atlas-Aufnahme ist, die wir unten drunter haben. Man kann einfach alles Mögliche umbauen. Macht einfach eine Atlas-Aufnahme dran und schon passt es. Genau wie meine Palettengabel. Das war, glaube ich, mal eine alte Hydrema-Gabel. Haben wir einfach eine Atlas-Aufnahme drauf gebraten und fertig. So sieht das Ganze dann aus. Und die Gabel, die hat bestimmt auch schon 15.000 Stunden mindestens runter. Mein Felsmeißel, Verachtert. So, dann werfen wir noch einen Blick in meinen Anhänger. Was haben wir da so drin? Ja, da liegt meine Rüttelplatte, ein Bananenlöffel und halt auch ein normaler Zwei-Schalengreifer von Atlas. Dafür muss ich natürlich den Enkon dann auch wieder abmontieren. Aber alles halb so schlimm. Vorne am Bagger mein Löffel. Der kann nach links und nach rechts schwenken. Und was viele Bagger halt nicht können, weil sie keinen Tiltrotator haben, ich kann den Löffel auch drehen. Endlos in beide Richtungen. Und das hat viele Vorteile. Man kann Boden seitlich aufnehmen, hin und her schieben. Man kann den Löffel komplett umdrehen und Boden vor sich her schieben, den Radlader. Ne? Viele Leute haben Angst vor so einem Rotator, aber es ist im Prinzip Gewöhnungssache. Es ist wie Fahrradfahren. Irgendwann kann man es. Eine schöne Übung ist folgende: Löffel voll und dann den Löffel einfach komplett mit möglichst wenig Materialverlust im Kreis drehen. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. So. Und wieder zurück. Das ist eine schöne Übung, um sich an so einen Rotator zu gewöhnen. Man kann natürlich auch solche Mieten viel schöner glatt streichen, wie ich es hier gemacht habe. Das ist mit dem Rotator viel leichter als mit einem herkömmlichen Schwenkschaufel. So,
sind alle Möglichkeiten, wie es geht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der Meister schreit. Ich wünsche euch was.